Willkommen zurück zu Monster Hunter, Monster Hunter World. Was wir immer noch spielen, wir sind auch nicht in Iceborne, wir sind auch in World, wir sind noch relativ am Anfang. Haben wir einen Anmeldebonus. Und ich glaube, hallo Fünfer. Ich glaube, wir haben auch alles hier schon ready, ne? Also hieß nichts mehr. Ja. Und hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Nö. Ausrufezeichen haben wir auch nicht. Und Ruhe ist, glaube ich, auch erstmal richtig, ne? Ja. So, haben wir noch irgendwelche Quests, die wir nebensächlich machen können, oder müssen wir jetzt unsere Hauptdinge? Nee, wir sind durch. Wir können unsere Hauptquest machen. Das ist ja geil. Da können wir ja jetzt richtig hart Sachen machen. Kantine. Ich werde mal nach der Hauptquest wieder gucken, ob wir da irgendwas Neues herstellen können, weil eigentlich schalten sich ja die ganzen Sachen bei der Schmiede ja zumindest. Also, jetzt, naja, die schalten sich natürlich dadurch frei, dass man Sachen sammelt, ne? Aber dass man überhaupt weiter in den jeweiligen Bäumen gehen kann, das liegt ja daran, dass man ja in der Story weiterkommt, ne? Deswegen, werde ich mal nach dieser Aufgabe gucken, weil das eine Story-Quest ist, ob wir da nicht irgendwas Neues machen können. Nee, ich will hier das Überraschungsgericht. Ja. Und dann... Jawohl. Müssen wir jetzt Aufgaben abschließen, ja. Was wir jetzt bekämpfen? Keine Ahnung. Es ist aber immer noch die Wildturmödnis. Davon ausgehen, würde ich sagen, wird es wahrscheinlich Richtung Gebiet 10 gehen. Dass wir da dieses Fischmonster bekämpfen. Es könnte aber auch ein Diablos sein. Dann würde es eher in Richtung 8 gehen. Ich denke mal nicht, dass wir den Ratian jetzt schon bekämpfen oder so. Ich glaube, das wird noch nicht passieren. Dementsprechend... Da wollte ich Sachen sagen und habe mich umentschieden und wollte es doch nicht sagen und war mir nicht mehr sicher. Ich wollte zumindest kann man sagen, es bleibt spannend, was für ein Monster jetzt kommen wird. Ich weiß es gerade nicht, aber ich nehme mal ein Ticket mit. So, gegessen haben wir, Truhe haben wir, dann ist eigentlich alles so gut wie ready, ne? Das ist natürlich wieder eine Story-Quest. In Monster Hunter World muss man Story-Quest immer alleine starten, bis man zum Punkt kommt, wo man dann kämpft. Dann kommt diese Nachricht, hey, du kannst jetzt ein Notdurchzeichen abschließen. Und dann kann man Story-Quest auch in Koop spielen. Das ist ein bisschen blöd gemacht, weil in Rise geht das alles von Anfang an. Aber das nehmen wir jetzt so hin. Suchen wir den Gelehrten. Er muss eine Spur hinterlassen haben. So. Da wir jetzt hier eine Schreikapsel drin haben, gehe ich eher davon aus, dass wir gegen Diablos kämpfen. Weil Diablos nämlich diese Mechanik hat, dass wenn es sich eingräbt und man eine Schreikapsel schießt, dann kann man ihn stunnen und aus dem Boden holen, bevor er diesen Rammangriff aus dem Boden macht. Und da das eigentlich nur Sinn macht, es in dieser Vorratsruhe zu haben, wenn wir gegen Diablos kämpfen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir gegen Diablos kämpfen. Das hat sich damit also geklärt.
So, wir müssen Spuren finden. Dann laufen wir mal hier ein bisschen rum. Wir hätten eigentlich zur 8 gehen können. Also da oben zum Gebiet hier. Also da. Aber wobei, wir haben da noch keinen. Wir haben das Ding, das Camp haben wir da noch gar nicht gebaut. Also es wäre sowieso nicht möglich, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da oben hin müssen. Oder auch nicht, weil wir komplett in die andere Richtung gedreht werden. Vielleicht kämen wir doch nicht gegen den Diablos. Da ist noch eine Katze, glaube ich. Nee. Die Kümmerkin. Ja, die. Doch, Topos war Palico. Alles klar, ist mit unserer Party. Kann sein, dass wir vielleicht doch nicht gegen den Diablos kämpfen, weil wir jetzt ja so hier in diese Richtung gehen. Moment mal, was ist das da? Warte, warte! Was ist mit den Spähkäfern los? Blau bedeutet Drachenältester, ne? Hm. Also ich kann mal sagen, blau bedeutet Drachenältester und die Stacheln, ich glaube, hier ist eine Gigante, oder? Oder irgendwas Drachenältestes, weil blau ist eigentlich immer so, geht eigentlich immer in diese Drachenälteste Richtung. Ne? Und hier ist auch noch, ne, auch noch ganz wichtig für diejenigen, die Monster Hunter dann vielleicht zum ersten Mal spielen wollen oder vielleicht sogar jetzt Bock drauf haben oder was auch immer. Drachenälteste, die können, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Aber man kann ja nie genug sagen. Die können nicht gefangen werden. Ne? Ganz wichtig. Nullbären sind auch mal ganz wichtig. Nullbären, die. Ist ja. Das der Gelehrte? Woneben sitzt er da? Sieht aus wie ein. Ein Barot? Also hier ist halt Fisch, ne? Hier ist halt das Territorium, wo dieses Fischmonster ist. Also vielleicht kämpfen wir doch gegen dem. Gegen das Fischvieh. Erstmal. Was auch eher Sinn macht. Aber trotz dessen. Verwirrt mich das. Dass. Also trotzdem verwirrt mich das, weil wir ja die Schreikapsel dabei haben. Aber gut, kann natürlich sein, dass man mit Schreikapsel auch bei diesem Fischvieh durchaus was erreichen kann, aber das habe ich nie gemacht. Weil es eigentlich auch nie wirklich Not getan hat. Na, mal gucken, was wir jetzt hier erleben. Also Drachenälteste Spur ist zumindest sehr spannend. Er darf mich nicht finden. Er darf mich nicht finden. Ich habe ihn gesehen. Nein, der Juratodus, der hat den Barot nicht getötet. Das war... Ja. Das Fischvieh. Juratodus oder Juratodus, wenn man das auch mal aussprechen möchte, das Vieh. Das ist kein Problem, aber wie gesagt, diese blaue Spur, das war halt ein Drachenältester und ich gehe mal davon aus, dass das der Nergigante war, weil der ja so ein, so ein Monster ist, was ja alles so ein bisschen, ja, ich sag mal, es ist so ein, es frisst halt gerne andere Monster, sag ich mal so. Na, so Nergigant ist so ein Vieh. Neues Ziel! Jage den Juratodus! Juratodus! Also das ist so ein Vieh,
der Gigante so ein bisschen so ein ja, Drache meets Dämon so ein bisschen. Und deswegen ist es auch so ein bisschen so ein Vieh, was einfach alles frisst. Jedes Monster, weil die Monster einfach lecker sind, ne? Dementsprechend, ich mal davon aus, dass diese Stacheln zu ihm gehören. Weil der ja auch sehr stachelig ist. Damit gewinnst du langsamer Ausdauer zurück. So, das ist jetzt der Grund hier, weswegen Nullbären auch so wichtig sind, weil man mit Nullbären nämlich diese ganze Kacke jetzt wieder negieren kann, aber da habe ich jetzt einfach keinen Bock mehr. Muss ein Radialmenü dann nicht anpassen, das wird ein Nullbären noch mit reinpassen. So, jetzt können wir mal hier ein bisschen angreifen. Die Nullbären noch nicht mit drin. Festhalten. Ah, ja, wir haben halt dadurch, dass wir halt diese Rüstung haben, womit man einfach alles durchspielen kann, ne, wo man eigentlich nichts upgraden muss, haben wir natürlich auch super viel Damage. Und das führt dazu natürlich, dass in vielen Fällen einfach das Board davor hier umkippt, wo man überhaupt diesen super Finisher hier einsetzen kann. Das ist natürlich auch noch ein kleines Problem manchmal am Mountain. Aber das... Es gibt Schlimmeres, sag ich mal so. Zum Beispiel, dass andere Mitspieler einen vom Mountain einfach... Ja, also, das ist dann noch ein bisschen... Ne? Also, halt mal. Ich habe wieder vergessen. Das ist halt so die Rise-Manier, wo man dann einfach... Wo ich dann einfach nicht den Sekt nutze, dass ich automatisch angreife, wenn man gegen das Monster schießt. Dass ich hier einfach auch mal denke, dass das nicht so ist, aber das ist hier ja gar nicht so. Ah, ich werde mich nie dran gewöhnen. Ist halt leider so. Ja, ich kann mir eigentlich auch diese ganzen Einladungen zumindest bei diesen Monstern immer sparen, was da nicht welche dazu kommen, aber ich meine, ich sag mal so, ja, warum nicht, ne? Ich meine, vielleicht dann Leute, die dann hier reinkommen und sagen so, hey, ich muss die Quest gerade auch machen. Und ich krieg den einfach nicht hin, weil ich gerade super der Anfänger des Todes bin. Dann ziehe ich die natürlich durch, weil ich ja so ein netter Dude bin, ne? Na doch. Ja. Ich laber vielleicht auch manchmal ein bisschen Bullshit. Ja, das kann passieren. Aber das soll ja auch so einen kleinen Entertainment-Faktor hier haben. Dann können wir ja mal ein bisschen mal wetzen. Wetzen immer ganz wichtig. So, da wir jetzt den Juratados hier haben, macht es natürlich auch Sinn, diesen Juratados mal ein bisschen zu erforschen, würde ich mal sagen, ne? Deswegen nehmen wir hier seine Spur noch mit. So, Nullbären, so, ich muss mal langsam mal anfangen, dass wir das Radialmenü ein bisschen anpassen, dass wir da zum Beispiel so Nullbären drin haben und so, damit wir da diese Probleme nicht mehr haben. Beitrittsanfrage abgeschlossen, ja Leute. Ihr habt's nötig. Jetzt nur die, fuck, Baros noch. Komm, den nehmen wir auch noch mit, aber diese ewig langen Loot-Dinger da, das dauert halt ewig. So, ne, ist noch da.
So, dann machen wir jetzt zack, dann schießen wir. Ja, mal Insektenkleber hat immer so ein bisschen dieses Problem, dass man immer so ein bisschen erstmal vorbereiten muss. Das dauert immer ein bisschen, bis man dann tagt. Aber dann, wenn man erstmal vorbereitet ist und dann richtig gecheckt mit Insektenkleber, dann geht das ab. Das muss man immer bedenken. Nicht für jeden was. Das ist schlimm, aber ich mag die halt sehr gerne. Natürlich auch nicht die stärkste Waffe, die es so gibt. So, ne? Wenn man so meint, man muss in Monster Hunter auf Damage gehen, obwohl es eigentlich nicht immer nur auf Damage ankommt. Aber ich finde mit der Insektenlieb ist auch so eine Waffe, die spielen halt nicht die meisten. Dadurch ist das schon was Besonderes, wenn man so Insektenlieb-Spieler ist. Crazy. Mit Insekten und so, dann ist das schon cool, das ist mit Insekten. Deswegen spiele ich die gerne. Obwohl ich ja früher immer so eher Bogen und so Gunspieler war. Mit World habe ich halt die Insektenjäger ein bisschen mehr liegen gelernt. Ich hasse dich. Hat gerade eine Falle gestellt. Ja gut, fangen können wir den theoretisch. Ist ja jetzt nicht wichtig, den zu töten. Es gibt Kill-Quests zum Beispiel, also es gibt auch Kill-Quests, wo man zum Beispiel killen muss. Zum Beispiel. Jetzt haben wir gekillt. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass mit diesen Dornen etwas absolut nicht stimmt. Ja, ne, Gigante. Also Kill-Quest, wo man das Monster killen muss und wenn dann irgendwer reinkommt und sagt, haha, lustig, ich fange den jetzt, dann ist die Quest gescheitert. Das passiert auch. Das kann auch passieren. Das sind dann aber die Trolle, weil ich meine, man sieht ja, dass man den killen muss. In der Questbeschreibung, da macht es keinen Sinn, eine Falle zu legen. Aber ansonsten scheitern eher die Quests, wo man Monster fangen muss, weil man dann zum Beispiel dann noch schnell mal einen Hit draufhaut. Und dieser Hit, das ist der entscheidende Hit, der das Monster killt, dann ist das Monster. Da ist die Quest gescheitert, weil das Monster da tot ist. Ne, das passiert auch immer. Also ist mir auch schon oft passiert. Und mein Kumpel, mit dem ich das spiele, ist es auch schon durchaus oft passiert. Also das ist keine Schande, sag ich mal. Weil es ist bestimmt jedem schon mal passiert, dass er mal plötzlich so auf so einer Punk-Quest auf einmal das Monster stirbt. Egal, ob man das jetzt selber gemacht hat oder weil das Monster, keine Ahnung, am Ende noch durch ein anderes Monster wegen dem Turfboard dann gekillt wurde. Das kann alles passieren. Deswegen... Ja, aber wenn du Monster fängst, obwohl es eine Killquest ist, dann hast du da schon ein Motiv hinter, dass du es wirklich willst, weil du trollen willst. Ne? Also ich meine, man fängt kein Monster, wenn es eine Killquest ist. Ja, das auch nochmal dazu. Also das gibt's halt eben auch. Ja, wie gesagt, also mit den Stacheln ist. Es wird eine Gigante wahrscheinlich sein. Also das Ding ist, wir werden den zum ersten Mal sowieso erst. Sehen, glaube ich, wenn wir die erste Suche am Magdaros-Quest haben. Da wird er das erste Mal auftauchen, glaube ich. Aber vorher nicht. Aber die Stacheln sind sehr wahrscheinlich eine Gigante, ne? Das ist ja das Feature-Monster in Monster Hunter World. Oh, jetzt haben wir ein bisschen mehr Story hier. Kommt alle her. Wir können sofort beginnen. Das ist das Feature-Monster in Monster Hunter World. Und Vel'Kana ist ja das Feature-Monster in Monster Hunter World Iceborne. Feature Monster bedeutet aber nicht, dass es der Endboss ist, ne? Also wir haben ja in Monster Hunter World haben wir als Endboss Xenogiva und in Monster Hunter World Iceborne haben wir als Endboss da fällt mir der Name gerade nicht ein, aber dieses eine Vieh da, was sich zuerst in Stein packt und dann später noch diese Phase hat, wo es dann aus dem Stein ausbricht. Dieses Vieh, da fällt mir gerade der Name nicht ein, aber der hat diesen Ultralaser. Auch, und also so, und diese Genki-Dama, die dann da, glaube ich, kommt, hat's ja auch, und dann musst du dich da irgendwie verstecken, oder beziehungsweise sehr starken Abstand halten. Also Feature-Monster heißt jetzt nicht, gleich Endboss. Die kommen dann teilweise irgendwie Mitte der Story oder relativ früh, ne, nur dass ihr das wisst. Kommt noch was Schlimmeres als Nergigante. Dank euch wissen wir jetzt mehr über die Spuren, die überall auf dem Kontinent aufgetaucht sind. Unsere Forscher haben Prognosen erstellt, die uns aufzeigen, wohin der Sora Magdaros als nächstes geht. Er hat Kurs auf die große Schlucht genommen.
Okay, ja, aber das ist Wissen. Könnte es sein, dass wir jetzt schon die Sora Magdaros Quest die erste haben und dadurch sehen wir dann auch den Gigante das erste Mal in Aktion. Wir müssen den da noch nicht töten, aber wir sehen ihn zumindest schon mal. Und kurz gegen den kämpfen müssen wir zwar auch, aber wie gesagt, der haut dann irgendwann ab. Die große Schlucht. Das große Tal hinter dem Wildturm? Korrekt. Daher habe ich einen Vorschlag für euch. Wir sollten versuchen, den Sora dort einzufangen. Sind Sie verrückt geworden? Oh, ja. Einfangen? Kommt das Ganze. Da gibt es auch einen Joke. Da gibt es die ganzen Memes mit dem Dragonator und dem Kommandeur da. ja, das Ganze mit dem Dragonator, mit dem Spieß, das wird dann da auch kommen. Lasst mich ausreden. Das Terrain der Schlucht eignet sich perfekt dafür. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, müssen wir vielleicht 10 Jahre auf eine neue warten. Womöglich länger. Ist es überhaupt möglich? Und wenn nicht, würde dich das aufhalten? Probieren wir es aus. Mit der Unterstützung der Fünften haben wir die besten Chancen. Das ist übrigens der Typ, der später in Monster Hunter World Iceborne da diese Lotterie macht. Die werden wir auch noch spielen. Also mal machen, ne? Diese Dampflotterie, die ganz lustig ist. Schade, dass wir sowas in Rise halt nicht haben. Vielleicht bekommen wir das noch mit dem... Also, wenn diese Folgen rauskommen, dann ist das DLC von Monster Hunter Rise, also Sunbreak, ist ja schon längst draußen. Zum aktuellen Punkt weiß ich noch nicht, ob wir vielleicht so ein Lotterie-Ding wie zum Beispiel in Monster World Iceborne, das wir haben, auch vielleicht in Rise reinkommt. Aber wäre schon cool, wenn wir das da auch hätten, sowas. Dann ist es beschlossene Sache. Bevor wir Jäger zum Fang losschicken, müssen wir zuerst Astera sichern. Ein Anjana zeigt Aktivitäten in der Nähe. Mit so einem Monster spielt man nicht. Wir brauchen einen Plan. Oh, jetzt kommt der Anjana. Das ist, ich denke mal, wir werden den hinbekommen. Auf Anhieb, aber Anjanath war halt für mich, wo ich das erste Mal Monster Hunter World gespielt habe, war halt erstmal so eine Killerwand. Da hat es erstmal ein bisschen gedauert, also ein paar Anläufe, bis ich den gekillt habe. Das Problem werden wir jetzt nicht haben, weil wir ja diese Rüstung haben. Also wir haben halt gute Ausrüstung, sind gut vorbereitet. Aber das gab es ja alles damals noch nicht. Da hatte man schon noch durchaus ein paar Probleme mit dem. Du hast recht. Jäger, hier ist eure nächste Aufgabe. Kümmert euch um diesen Anjanath. Aber seid vorsichtig. Der Anjanath ist ein furchterregendes Monster. Ein Fehler und ihr seid Futter. Kommandant, darf ich? Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Jäger, ich könnte deine Hilfe brauchen. Besuche mich später, okay? Oh, Chefbotaniker. Könnte es sein, dass wir jetzt auch das Pflanzen freischalten? Noch etwas. Dieser beunruhigende Bericht, den wir erhalten haben, meinst du, du könntest... Ja. Sehr gut. Machen wir uns an die Arbeit. Wir müssen einen Drachenältesten fangen. Ja, das wird der Nergikante sein. Das ist das Ding. Ne? Ja. Sora Magdaros ist auch ein Drachenältester, aber Sora Magdaros ist... Magdaros, whatever, ist eine Besonderheit, weil man den nicht einfach so bekämpft, auf, sag ich mal, so, wie man so normale Monster bekämpft. Sondern es gibt so spezielle Missionen, also zwei an der Zahl, wo man den Sora Magdaros dann quasi einfängt. Die sind super lame, muss ich ehrlich sagen, im Gegensatz zu den normalen Monsterkämpfen. Aber... an sich, ja, also es ist halt der Drachenälteste, um den es eigentlich geht und dann spendiert man den zwei Missionen, das war's, ne? Das ist halt so ein bisschen lame dann, aber na gut. Wegtreten! So ist das nochmal, ne? So, ökologische Forschung. Wir sollten uns anhören, was der Chefbotaniker zu sagen hat, bevor wir loslegen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass der uns das Einpflanzen freischaltet. Und dadurch können wir zum Beispiel
Also so Dämonenmittel und sowas, ich glaube, das können wir noch. Das, ja, da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen was. Aber wir können da zumindest uns Tränke und anderes Zeug, was wir brauchen, so herstellen. Das geht schon. Ja, das ist doch mein Ding. Können wir hier schon mal was machen? Nee. Würde ich hier erstmal die Sachen hier wieder laden. Und ich kann ja nochmal gucken, ob wir noch was herstellen können. Tränke. Megatränke. So. Kräuterpulver. Ah ja, Kräuterpulver ist so ein bisschen, damit kann man anderen Leuten noch mit helfen. Also Gift, also Quest-Neutralisierung, Kräuterpulver damit. Das ist so ein bisschen so ein Unterstützungsding für andere Leute noch mit dazu. Aber das, ja, come on, wir sind ein bisschen egoistisch. Nein, also brauchen wir nicht unbedingt. Genau, wir brauchen Beschleuniger und Diamantsamen, um Panzerhaut zu machen. Und Dämonenmittel brauchen wir dann. Achso, ich switch gerade hier. Ich bin dann auch schon Dämonenmittel quasi. Ach, ich switch. Wie ich hier die ganze Zeit durchswitche. Ja, doch, wir sehen Dämonenmittel. Beschleuniger und Machtsamen und Beschleuniger und noch was anderes. Hier Panzerhaut da. Gibt ja auch Mega-Dämonenmittel und Mega-Panzerhaut. Das ist das, was da unter ist. Also, das ist das Mega-Dämonenmittel, das ist diese Mega-Panzerhaut. Die nochmal ein bisschen geiler ist. In Monster Hunter Rise, da gibt es das auch. Aber da macht das Ganze keinen Unterschied. Deswegen stellt man normalerweise immer nur das Default-Ding her. Aber hier ist es so, dass das normale Dämonenmittel und Panzerhaut, das hält eine Zeit lang an. Also eine ganz gewisse Zeit hält das an. Dann verschwindet das einfach wieder, der Buff. Das Megadämonenmittel und die Megapanzerhaut, die hält so lange an, bis du stirbst. Deswegen ist das natürlich immer ein bisschen praktischer, sowas zu haben, ne? Aber das können wir noch gar nicht machen, beziehungsweise doch, können wir schon machen. Es schaltet sich wahrscheinlich dann frei. Wir sehen sogar schon, was wir benötigen. Immunisiere und Machtsam. Hier. Nährendes Extrakt und Dämonenmittel. Das brauchen wir. Nicht Dämonenpulver hier. Nährendes Extrakt brauchen wir. Nährendes Extrakt. Ist wahrscheinlich hier. Ah, es wird alles so ein bisschen. Also, ich sag mal so, so ganz schlimm. Ganz schlimm wird es nicht sein, wenn wir jetzt ohne Dämonenmittel und Panzerhaut da die Kämpfe jetzt erstmal in World beschreiten. Da wird jetzt die Welt nicht von untergehen, sag ich mal. Aber wäre schon schön, wenn wir da ein paar vielleicht schon haben. So, ne, das wir jetzt ab und zu mal benutzen. Aha. Tja, da hast du es. Der Anjanat hat es in sich. Du solltest dich also gut vorbereiten. Und jetzt zum Geschäftlichen. Ich habe dich gerufen, weil wir hier in der botanischen Forschung ein kleines Problem haben und auf deine Hilfe angewiesen sind. Wir entwickeln hier in der botanischen Forschung Spezialwerkzeuge, die wir gerne zur Standardausrüstung für alle Jäger machen würden. Aber dieser Tobi Kadachi im Wald, oh, das ist aber interessant, dass der jetzt kommt. Hat uns allen Versuche zunichte gemacht, die nötigen Materialien zu sammeln. Kannst du dich darum kümmern? Hier, nimm das. Es ist das erste Werkzeug, das wir fertigstellen konnten. Ich hoffe, es wird dir helfen. Wir haben noch mehr davon. Arbeite nicht zu hart, okay? Aber nur, wenn du dich um unser kleines Problem kümmerst. Danke und viel Glück. Ah, jetzt bekommen wir die Mantel. Jetzt bekommen wir Spezialwerkzeuge, das sind
Mantelgedöns Sachen. Und unsere nächste Aufgabe ist die Jagd eines Tobi Kadachi. Wir sollten einen im uralten Wald finden. Kadachi. Ich will mal, das können wir auch bei der Truhe, glaube ich, ändern, ne? Weiß nicht, ob wir jetzt alle Mantel oder die Default-Dinge jetzt schon freigeschaltet haben, aber ich bin ja nicht immer so derjenige. Also ich muss mal gucken, was ich bei meinen anderen Dingen habe. Guck mal, da liegt zumindest der gefangene Baruch. Weil nicht. Ich will mal kurz gucken. Genau hier. Ja, wir haben nur einen Mantel und das ist der. Die Mantel, was macht der? Ja, der macht uns kurzzeitig unsichtbar. Das ist eigentlich eher so ein Ding, so. Weiß ich nicht, ob ich das. Nee, das ist jetzt nicht so mein Fall. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, was ich aber gerne wissen möchte noch mal kurz ist, ich kann mit der Katze hier nicht sprechen, ne? Nee, muss ich auch nicht. Muss ich auch gar nicht. Ich kann ja kurz, Portmenü anpassen, ich kann ja kurz mal hier reingehen. Dann nehmen wir uns einfach mal hier das. Ich will nämlich mal gucken. Ja, wahrscheinlich noch nicht. Ich will mal gucken, ob ich schon die Fähigkeit von der Katze. Nee, können wir noch nicht. Weil, zum Beispiel ist dieses die Heil-Bubbles setzen von der Standard-Fähigkeit von der Katze. Ne? Das ist ja jetzt aktuell drin. Ich glaube, ich würde das auch nicht abändern. Wenn man das ein bisschen gelevelt hat, dann kann man das nämlich selber triggern. Und das ist natürlich auch ganz praktisch. Aber das ist aktuell noch nicht so weit. Okay, dann geht das noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge das Ausrufezeichen, was da noch ist, damit wir noch ein bisschen labern können. Und dann schauen wir uns mal um beim Schmied. Und dann machen wir den Tobi Kadachi, würde ich sagen. Diesen versteckten Mantel, den brauchen wir nicht. Also, der, ja, mehr unnötig als wirklich, dass wir den brauchen. Also, den werden wir nicht benutzen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.